Arbeit braucht gute Voraussetzungen. Das gilt in allen Bereichen und erst recht hier. Die freiwillige und im Wortsinn brandgefährliche Arbeit, die die aktiven Frauen und Männer der Feuerwehren leisten, benötigt bestmögliche Ausbildung und Ausrüstung. Die ordentliche Unterbringung von Fahrzeugen, Geräten und Schutzanzügen ist kein Luxus, sondern auf jeden Fall notwendig. Zudem sind die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und zuallererst, es gilt, die Freiwilligen, die hier ihren Dienst für die Allgemeinheit leisten, so gut wie möglich zu schützen. Über Jahre hinweg war das Thema Anbauen, Umbauen, Neubauen immer wieder da. Ich denke, meine Vorgänger können das bestätigen. Es gab in schöner Regelmäßigkeit wieder Ansätze, Überlegungen wurden gemacht, es wurde geplant. Aber leider sind viele dieser Planungen dann irgendwann doch wieder in der Schublade verschwunden. Daher verstehe ich auch gut die Zweifler, die mir noch vor einem Jahr gesagt haben, oh, wir glauben immer noch nicht, dass das was wird. Umso mehr freut es mich natürlich, dass wir heute hier stehen. Und wir wissen, ja, dieses Mal wird es wirklich was. Der Abriss ist getätigt, der Neubau hat begonnen.